Man kann sich als biologischer Mann so oft als Frau umdefinieren, wie man will. Im Verteidigungsfall muss man trotzdem an die Front. Und auch im medizinischen Bereich soll nach wie vor das biologische Geschlecht gelten. Sprich, man kann sich als Mann nicht an der Gebärmutter und als Frau nicht an der Prostata operieren lassen. Für Samenspende und künstliche Befruchtung gilt dasselbe. Samenspender sind Mütter, sind Männer, künstlich befruchtet werden Frauen. Nur kann sich eine künstlich befruchtete Frau anschließend als Mann umdefinieren und so wird dann die biologische Unmöglichkeit, dass Männer schwanger sind, leider juristische Realität. Das ist wirklich reiner Wahnsinn, ein linker Kampf gegen die Realität, der nur noch Verwirrung stiftet. Und dieser woke Terror, der muss endlich aufhören, liebe Freunde.